Eine große Ausstellung über deutsche Geschichte in London, etwas ganz Besonderes. Britische Medien berichten sehr viel darüber. Frau Ministerin, Sie sind hier, um diese Ausstellung zu eröffnen. Wie nah sind sich denn die beiden Länder heute? Die beiden Länder, Deutschland und Großbritannien, haben sich von Feinden im Krieg und Gegnern hin zu großen Freunden entwickelt. Wir werden den Briten nie vergessen, dass sie uns wieder auf die Beine geholfen haben nach 1945. Das setzte ein großes Vertrauen auch in die demokratischen Kräfte eines da niederliegenden Deutschland voraus. Und ohne die Briten wären wir nicht da, wo wir heute wieder sind. Es sieht so aus, als würde sich der britische Blick auf Deutschland im Moment ändern. Es war in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer von den Crowds die Rede. Es wurde auch viel geschimpft, viel Witze gemacht. Das ist jetzt nicht mehr so. Woran liegt das? Was glauben Sie? Wir haben das so wahrgenommen, dass Deutschland sehr häufig reduziert wurde auf die Nazi-Zeit. 1933 bis 1945, der Zweite Weltkrieg, der Holocaust, die bösen Nazis. Und Deutschland selber hat darunter ja sehr gelitten, auch unter der Nazi-Zeit. Es hat große Opfer auch in der Bevölkerung gegeben. Ich denke, dass es wieder mehr Respekt gibt Deutschland gegenüber, weil wir Deutschen doch eines vor den Augen der Weltöffentlichkeit getan haben. Wir haben sehr streng und teilweise rücksichtslos unsere eigene Geschichte aufgearbeitet, noch mit Zeitzeugen und Opfern und Tätern. Und wir haben das mit der Diktatur der Nazis gemacht, aber auch mit der zweiten im vergangenen Jahrhundert, mit der SED-Diktatur, unter der unsere DDR-Bürger leiden mussten. Ich glaube, diese Form der Erinnerungskultur hat uns relativ viel hohes Ansehen auch in der Welt wieder eingebracht. Die sehen, Deutschland meint es ernst mit sich selbst. Und das führt jetzt dazu, dass Deutschland wieder als Kulturnation wahrgenommen wird? Ja, ich denke, es gibt zwei richtige Characteristic Features, tatsächlich echte Imagepunkte. Einerseits ist das Made in Germany, die machen tüchtige Autos und solide Produkte und man zählt auf die großen deutschen Produktionsnamen. Auf der anderen Seite ist es das Stichwort Kulturnation. Zu sehen, dass wir aus zwei Diktaturen in einem Jahrhundert gelernt haben, nämlich, dass Kunst, Kultur und Wissenschaft frei sein müssen, dass wir diese kritischen Kräfte in einer Gesellschaft wollen, dass wir sehen, dass es die Vordenker sind, die uns wachhalten, eine Demokratie nicht einschläfern und am Ende geeignet sind, neuen totalitären Anwandlungen vorzubeugen. Ich denke, das ist schon ein echter, überzeugender Versuch, den die Kulturnation Deutschland der Welt zeigt und sich damit auch als Partner in der Welt empfiehlt. In dieser Ausstellung steht die Nazi-Zeit nicht im Mittelpunkt. Sie wird angesprochen, ist aber so etwas wie eine Vignette. Ist das richtig so? Ich bin dankbar, dass es eben ein, wenn auch ganz wesentlicher Teil unserer jüngeren Geschichte ist und so dargestellt wird. Aber es ist eben nicht alles. Man sieht ja auch eins, der Reichtum der deutschen Kulturnation, 888 Bühnen beispielsweise, 82 Opernhäuser, jedes zweite Profiorchester der Welt spielt auf deutschem Boden, das ist ja auch bekannt, rührt daher, dass Deutschland noch vor anderthalb Jahrhunderten in ganz viele Kleinstaaten zersplittert war, bevor es zu einer Nation im Geiste wurde. Und diese Entwicklung zu zeigen, dass sie bis heute nachwirkt, dass das Teil unseres Reichtums ist, dass wir auch nach dem Zivilisationsbruch versucht haben, wieder etwas aus diesem Erbe zu machen, da bin ich dankbar, dass Neil MacGregor genau diesen Aspekt so sehr herausstellt. Der Direktor des British Museums, Neil MacGregor, hat gesagt, Deutschland sei nahezu die einzige Nation der Welt, die Mahnmale zu seiner eigenen Schande mitten in Deutschland errichtet. Ist das richtig? Soll das so bleiben? Ja, das ist richtig und ich denke, wir brauchen diese Mahnmale als Wegmarken unserer Kulturnation auch tatsächlich. Sie erinnern ja nicht nur uns, sondern auch unsere Gäste und Touristen aus aller Welt daran, in welchem Land sie sind, aber auch mit welcher Ernsthaftigkeit wir uns unserer Geschichte stellen. Allerdings, um daraus etwas für die Zukunft zu machen und dass wir das Holocaust-Mahnmal, das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas tatsächlich mitten im Regierungsviertel stehen haben, ist, glaube ich, ein ehrlicher Beweis für dieses ehrliche Bemühen. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank.